Anscheinend wollen nicht nur wir von Gothwin erfahren, wo sich Karsof und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Gothwin seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Gothwin wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir diese Quest noch als letztes. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Die Nasher sind selbsternannte Rebellen, aber in Wahrheit nur eine Bande von Strauchdieben. Sie rauben die Armen aus, um den Tyrannen zu stürzen, füllen sich aber vor allem die eigenen Taschen. Schwere Zeiten, aber noch bin ich nicht mittellos und werde euch gut entlohnen, wenn ihr das Diebesgut zurückholen könnt. Ja, ich denke. Ich erinnere mich noch an Blackwake, als es ein guter Ort zum Leben war. Das ist schön. Halte an der Erinnerung fest, Mütterchen. Wir suchen jetzt das Diebesgut. Achso, die brauche ich jetzt einfach nur angreifen, oder? Ich dachte jetzt von jemand Speziellen. Ich habe aber noch nichts. Ach so. Das muss ich nicht von jemand Speziellen holen, sondern das muss ich hier suchen. Ah, okay. Die sind auch rot. Hier ist noch was. Nee, hier muss ich gleich für den Typen, glaube ich, durchgehen. Kann das sein? Hier ist irgendwas. Ups, habe ich jetzt Mist gebaut? Kälte von Schwarzsee, irgendwas. Ach so, ich muss sowieso hier oben in dem Bereich suchen. Hatte ich nicht schon zwei gefunden eben? Da ist noch was. Nicht, oder? Doch. Gewölbekundepaket beschädigt. Super, dann war das das gar nicht. Ja, toll. Und wo finde ich dann den Mist hier, den die gute Dame haben wollte? Da ist noch was. Zwei brauche ich trotzdem immer noch. Kann ich hier links rein? Moment, da ist was. Ah.
Okay, was mich ein bisschen irritiert, die sind alle rot eingezeichnet, aber keiner von denen hat mich jetzt angegriffen. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann gebe ich ihr mal die Sachen zurück. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ja, ja. Oh, möge Irmeta euer Herz segnen. Diese wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. So, dann werden wir jetzt nochmal eben zum Abschluss dieser Episode zu diesem Gewölbe da hinten gehen. Kannst du mal deine komische Tarantel da wegnehmen? Ach, da hinten. Das sind ja tatsächlich Ratten, okay. Kommt da noch ein Rattenkönig oder was? Kanalisationsmagier, okay. Ich hab das mit E gemacht. Aha, ich habe eine neue Fähigkeit. Cool. Dieses Geplöppe überall. Das verwirrt mich irgendwie. Beziehungsweise es nervt mich. Okay, bevor ich das jetzt mache. Hier leuchtet nämlich noch was. So. Also, ich muss sagen, das Spiel, es ist... Hilfe. Es ist eigentlich nicht so meins, aber irgendwie, ja, spiele ich es momentan eigentlich ganz gerne. Komischerweise. Oh. Wann fallen? Okay. Zwei geringe Verletzungen am selben Ort rufen eine schwere Verletzung hervor. Verletzungen können bei einem Lagerfeuer oder mit einem Erste-Hilfe-Paket geheilt werden. Was ich natürlich nicht habe. Ich weiß noch nicht mal. Ach so, mit 4 und 5. Kleiner Heiltrank. Ich drücke mal 5. Nicht bei voller Gesundheit. Ich denke, ich bin verletzt. Warte nu. Wo kommen die denn jetzt her? Cleversten NPCs sind es jetzt nicht gerade, ne? Egal. Hier können wir noch was rausholen. Sehr schön. Ach, da ist ein Erste-Hilfe-Set. Ja, toll. War das jetzt der Endgegner, diese komische Kanalratte? Wahrscheinlich nicht, ne? Es geht ja noch weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie das halt. Aber ich sehe, ich habe da jetzt gerade was gesehen mit 225 in grün. Also das wird wahrscheinlich dann aufgeheilt sein. Aber es ist komisch, dass das nicht anzeigt nach dem Motto maximal aufgeheilt oder so.
find's blöd, dass ich so eine Art Frostmagier bin. Aber ich find's schon geil, dass ich hier gerade wirklich massiv Schaden mache. Also jetzt zumindest im Anfangsbereich. Ich weiß jetzt nicht, wie es später ist. Aber normalerweise... Oh Gott, da ist wirklich ein Rattenkönig drin. Ach du Scheiße. Okay. Schrei doch nicht so um Hilfe. Ich meine, ich habe doch hier alles im Griff. Das sind doch lausige Gegner hier. Ich meine, das ist cool. Deswegen macht das Spiel ja auch gerade so einen Spaß. Aber trotzdem. So, können wir den Hebel machen oder willst du noch was von mir? Ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher. Aber da Karsof mich hier meinem Schicksal überlassen hat, bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsof verkrochen hat. Und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Okay. Oh, scheiße. Okay, also das ist wohl die End... Truhe. Die Endertruhe, wollte ich gerade sagen. Und ich hoffe, dass ich dadurch jetzt nicht rauskomme, sondern das nur aufheben kann. Okay, gut. Weil ich denke mal, dadurch kommen wir jetzt raus oder müssen wir rausgehen? Hut des Novizen. Bringt der mir was? Habe ich überhaupt einen auf? Ich habe keinen auf. Muss man mich so hässlich verunstalten? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe doch nicht meinen Char gemacht, damit die nachher eine Badekappe aufhat. Sieht ja voll scheiße aus. Gothwen hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ist ja gut, das hast du auch schon mal gesagt. Ja, ich würde jetzt sagen, es hat... Können die mal aufhören zu reden, damit ich meine Abmoderation hier machen kann? Schnauze da hinten! So. Alles in allem muss ich sagen, dass ich jetzt so, nachdem ich doch ein bisschen gespielt habe, mehr Lust drauf bekommen habe. Also ich kann mir schon wirklich gut vorstellen, dass ich hiervon ein Let's Play mache. Wie lange das Let's Play dann werden wird, weiß ich nicht, warum hier Leute sind, die total besoffen mit ihren Pferden hier rumreiten, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal einfach nach hier, damit man hier nicht ständig von irgendwelchen Trotteln genervt wird. Ja, also, abschließend, wenn die mal nicht ständig reden wollen, abschließend, unterm Strich kann ich wirklich sagen, wie gesagt, es macht mir bisher, ja, also recht großen Spaß, wenn man das so sagen kann. Ich finde, es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das mal so vergleiche, also ich spiele aktuell WoW, ich spiele Riders of Icarus und dieses andere MMO, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Die spiele ich halt mehr oder weniger alle so ein bisschen parallel aktuell. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dran bin, ist es okay. Man kann sie ganz gut spielen. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das macht mir jetzt unheimlich Spaß. Das muss ich jetzt auf jeden Fall lange spielen, wenn ich das einmal angemacht habe. Ja, und bei Neverwinter, ja, ich will jetzt nicht sagen, kommt so ein Teso-Gefühl auf, aber das ist schon so ein bisschen in Richtung Teso. Ich meine, die Grafik ist natürlich nicht ganz so schön wie von Teso. Ups, jetzt stehe ich hier gar nicht mehr.
Auch so zwischendurch merkt man das. Komischerweise, wenn man mit jemandem spricht, die sind dann grafisch wieder sehr viel besser. Aber alles in allem, ja, es ist so ein Tee so light, wenn man so möchte. Also wie gesagt, ich muss es vergleichen. Es geht einfach nicht anders, weil ich bin absoluter Fan von Teso. Und also die Elder Scrolls Online. Und warte da jetzt immer noch drauf, dass nächsten Monat endlich mal das Kapitel kommt, was ich schon vor 3 Monaten bestellt hatte. Und das ist halt, ja, ich meine, wenn man mit 2 Chars schon alles durchgespielt hat und keine Lust hat, jetzt wirklich jede Errungenschaft jetzt auf die Schnelle noch nachzurennen, ja, möchte man gerne ein vergleichbares MMO finden. Und es ist jetzt gar nicht so schlecht hier. Ich weiß nicht, wie es jetzt später noch wird. Also wenn die Gegner natürlich viel schwieriger werden, dann macht es irgendwann auch keine Lust mehr. Also wenn wirklich so Gegner kommen, die ja übermächtig sind. Aber bisher macht es mir eigentlich doch ganz gut Spaß. Ich sehe zwar jetzt aus wie irgend so eine komische Tussi, die zum Synchronschwimmen heute Abend verabredet ist. Also das ist ganz grausam gerade. Naja, Gewand dazu, das würde mich dann auch wieder an Teso erinnern, aber naja. Also es gibt einige Sachen, die man halt zusätzlich kaufen soll. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schön, weil das ist halt ein kostenloses MMO. Bei anderen Spielen weiß ich, okay, ich habe für das Spiel jetzt, ich sage jetzt mal, bei Teso ist es so, man bezahlt, wenn es nicht im Angebot ist, 20 Euro fürs Grundspiel. Da ist dann aber auch wirklich das drin, was ich haben möchte. Außer jetzt ein Paket, das man halt in jeder Allianz alles erstellen kann. Und hier muss man dafür was kaufen, dafür was kaufen, dafür was kaufen. Jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich mit Geld kaufbar ist. Oder ob das nur wie bei diesem Diebstahlpaket diese Sachen sind, die man dann im Shop quasi kaufen muss. Dann wäre es natürlich noch okay. Also so weit bin ich jetzt aber noch nicht hier an dieser ganzen Atmosphäre drin. Kann mir irgendjemand sagen, was das gerade für eine Elfe war? Ich schätze mal, es war ein Begleiter. Die war auf jeden Fall sehr süß. Ja, also wie gesagt, unterm Strich ist hier erstmal das angespielt zu Ende. Aber ich denke schon, dass ich definitiv noch mehr dazu Let's Playen werde. Eventuell auch mal streamen werde. Es kommt ein bisschen drauf an. Aber dann wahrscheinlich mit einem anderen Charakter. Und ja, unterm Strich, Patching-Files, der ist noch irgendwas am Patchen, obwohl ich jetzt gerade mitten im Spiel finde. Das verwirrt mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen, aber okay. Wie gesagt, also unterm Strich finde ich das Spiel nicht schlecht. Von den MMOs, die ich so kenne, würde ich es jetzt bei, also die Elder Scrolls Online auf jeden Fall an Nummer 1. An Nummer 2 könnte Neverwinter kommen. Mal sehen, wie es noch weitergeht. Und ja, danach müsste ich mal schauen von den anderen 3 MMOs. Also WoW habe ich nach langer Zeit nochmal gespielt und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer das Gleiche. Es kommen keine Zwischensequenzen, so wie hier. Es wird noch nicht mal synchronisiert, dass irgendjemand was vorliest oder so. Und ja, ich spiele es weiterhin, denke ich mal, aber ich werde es jetzt, denke ich mal, nur bis zum Ende von dem freien Level spielen, damit ihr dann wirklich ein paar Episoden habt, wo ihr mal nachschauen könnt. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Neverwinter ist jetzt auch nicht der Hit in dem Sinne für mich, aber es macht doch recht Spaß, wenn man am Spielen ist, auf jeden Fall weiterzuspielen. Und wie gesagt, ich muss schauen, wie sich das Ganze dann noch ergibt. Wenn die Gegner zu schwer werden, wie gesagt, ist es natürlich auch doof. Ich persönlich finde immer noch, jedes MMO muss man einfach alleine machen können, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Lust, in irgendeine Gilde reinzugehen oder so, weil ich das dafür einfach nicht oft genug spiele. Wenn ich jetzt sage, ich spiele es jetzt wirklich jeden Tag oder was weiß ich was, dann ist es was anderes. Also egal welches MMO, aber insofern, ja, würde es sich für mich jetzt aktuell nicht so lohnen. Aber ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bisher in das Spiel bekommen und auch in die Quests und so weiter. Ich werde gleich nochmal gucken, ob ich irgendwo irgendwas finde mit dem Speichern. Wenn ja, hänge ich das nochmal schnell hinten dran, dass ich euch das zeige. Ansonsten, ja, hoffe ich einfach mal, dass ich dann beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle auskommen werde, weil alles nochmal neu spielen ist natürlich doof. Aber das Level habe ich ja trotzdem behalten. Also das war halt das, was jetzt ein bisschen komisch war in dieser Folge. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!
Ciao.